Kasten GLG WG. Oh, da ist er. Wer? Mein Interviewer. Ich habe euch doch erzählt, dass das Redaktionsteam des ELG-Jahrbuchs bei uns wegen eines Interviews angefragt hat. Wem hast du das erzählt? Na, euch natürlich. Mir nicht. Du hörst ja auch nie zu, wenn ich euch etwas Wichtiges mitteilen will. Hallo. Ja, wann soll denn das gewesen sein? Letzte Woche oder vorgestern. Da war ich nicht da. Doch, natürlich. Ihr habt beide... Wollen wir ihn jetzt hereinlassen? Worum soll es denn da gehen bei dem Interview? Um Corona. Oh, nicht schon wieder. Wir haben doch schon eine Corona-Folge aufgenommen im Sommer. Ja, und jetzt ist Herbst. Und im diesjährigen Jahrbuch geht es unter anderem darum, wie das ELG bisher durch diese Krise gekommen ist. Also berichten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer von ihren ganz eigenen Pandemieerfahrungen. Und deshalb hat das Redaktionsteam bei uns angefragt, wie wir... Herein mit ihm. Moment, Maske aufsetzen. Ah ja. Okay, ich öffne. Ich habe schon fast gedacht, ich hätte mich in der Tür geirrt. Oder im Termin und es wäre gar niemand da. Aber dann ist ja alles prima. Sie sehen mich so entgeistert an. Wen haben Sie denn erwartet? Uns... Nehmen Sie auch Platz. Kaffee? Tee? Wir haben so selten Gäste in letzter Zeit. Oh, wow. Immer wieder geht die Sonne auf. Oh, ich nehme gerne einen Tee. Darjeeling. Mit Zitrone, aber ohne Zucker. Ja, und ich könnte dann auch gleich anfangen. Im diesjährigen Jahrbuch geht es unter anderem darum... Wie das ELG bisher durch die Krise gekommen ist. Ja. Also berichten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer von ihren ganz eigenen Pandemieerfahrungen. Ganz genau. Zuallererst interessiert unsere Leser, was die Corona-Krise mit Ihnen in der ELG-WG gemacht hat. Welche konkreten Erinnerungen haben Sie, zum Beispiel an die Phase des sogenannten Lockdowns im Frühling? Wir haben gründlich entschleunigt. Harald hat viel geschlafen. Björn hat sich ausgeruht. Und Martin hat gechillt. Echt jetzt? Nein, im Ernst. Wir haben unsere Sozialkontakte weitgehend reduziert und sind anfangs nur noch zum Einkaufen vor die Tür gegangen. Dabei mussten wir feststellen, dass uns die Begegnungen mit Freunden und auch Kolleginnen und Kollegen schon fehlten. Wir haben ja auch nicht von jetzt auf gleich gar nicht mehr gearbeitet. Im Gegenteil. Wir mussten unseren Unterricht auf Distanz ganz neu organisieren. Das war eine Herausforderung. Gleichzeitig haben wir bemerkt, wie gut es tun kann, weniger tun zu müssen und dafür anderes tun zu dürfen. Aber weil auch viele Termine mit einem Mal nicht mehr stattfanden, hatten wir plötzlich mehr Zeit für uns und unsere Interessen. Ich habe viel Musik gehört und selbst gemacht. Ich habe wieder mehr gelesen und selbst auch ein bisschen geschrieben. Und ich habe gechillt. Gar nicht wahr. Du hast dreimal täglich den ersten digitalen Ostergottesdienst der ELG-Religionslehrer auf unserer Homepage angehört. Ziemlich laut übrigens. Gott glaubt an dich, du bist nicht allein. Nein, das war der erste digitale Eröffnungsgottesdienst im Sommer. Ach ja, Emmaus, gute Nachrichten gehen nie aus. Genau, und dann hast du die Gartenarbeit für dich entdeckt. Martin hat nämlich noch im März hinter dem Haus ein Stück Rasen umgegraben, ein Gemüsebeet abgesteckt und Salat, Kohlrabi und Karotten angebaut. Und Mangold. Und Petersilie. Und ein Senfkorn. Und von einer geschätzten Lateinkollegin haben wir Tomatenpflänzchen aus eigener Anzucht bekommen. Roma und Sparta. Sehr schmackhaft. Und dann ist der Funke übergesprungen. Harald und Björn haben das Gartenhäuschen entrümpelt und neu gestrichen. Da sitzen wir jetzt oft bei geöffneten Fenstern, trinken gemeinsam Kaffee, formulieren immer neue Arbeitsaufträge für immer mehr Schülerinnen und Schüler, immer verständlicher und immer eindeutiger. Oder wir korrigieren HÜs und wir hören den Vögeln zu. To everything turn, there's a season turn. Neuerdings denken wir auch über eigene Hühner nach. Björn hat währenddessen seiner Sammlerleidenschaft eine neue Facette hinzugefügt.
Er sammelt nicht mehr nur ganze Bücher, sondern jetzt auch einzelne Wörter. Die Corona-Berichterstattung hat zum Teil alte, gebrauchte Wörter wiederbelebt, andere in einem unerwarteten Kontext neuartig inszeniert und gleichzeitig ganz neue Wörter hervorgebracht. Nicht selten echte Wortungetüme. Zum Beispiel Reproduktionszahl, Infektionsgeschehen und 7-Tage-Inzidenz. Ganz große Klasse. Nicht zu vergessen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Ich hätte dann noch Quarantänebestimmungen und Testkapazitäten. Auch nicht schlecht. Mein ganz persönlicher Favorit ist übrigens Niesetikette. Nun, das Zeug zum Wort des Jahres haben aber auch Corona-Party und Superspreader. Von der Intention her nicht unproblematisch, hingegen ist Covidioten. Von der Wortbildung her aber ganz hübsch. Stoß- und Querlüften haben sogar gute Chancen, im angelsächsischen Sprachraum integriert zu werden, als deutsches Exportvokabular sozusagen entlehnt. Kein Wunder bei deren Fenstern. Von dort sind wiederum Cluster und Hotspot längst hier angekommen. Früher hätte ich die Wörter fein säuberlich auf Karteikarten notiert und anschließend in Kästen sortiert. Heute spreche ich sie samt Erklärung auf mein Tablet und archiviere sie digital. Ist das nicht toll? Doch, toll! Manchmal spielen wir bei den Nachrichten Corona-Bingo. Meistens gewinnt Björn. Ah, ihr holt in der letzten Woche aber ganz schön auf. Harald streamt jetzt. Etwa Netflix? Nee. Den täglichen Corona-Ticker vom Heute-Journal. Das ist so spannend. Mehr als 4 Folgen am Stück verkraftest du gar nicht. Auch wenn du natürlich wissen willst, wie es weitergeht. Naja, ich bin ja auch schon über 55. Aber klar, wie es weitergeht und wie lange, kann ja keiner sagen. Auch nicht die Experten. It's a long, long road. Das ist so eine Art Game of Corona. Nur eben kein Game.